Gesagt, ja. So knistern. Oder gähne. Wir gehen mal ins Bild. Ja. Mein Kopf. Tut mir mein Kopf weh. Hier, mein Imperator. Hergestellte Medizin. Ich hoffe, es hilft. Ich hoffe, ihr wacht bald wieder auf. Große Kopfwunde scheint euch sehr zu schaffen gemacht zu haben. Was ist passiert, Captain Phasma? Ihr wurdet im Kreuzfeuer von den beiden Schmugglern erwischt. Ihr hattet eine sehr große Kopfwunde und war 2 Tage lang ohne Bewusstsein. Und da war er schon wieder weggetreten. Klasse. Meinen Sie, ich kann schon wieder aufstehen? Machen Sie langsam. Ihr habt halluziniert von einem Schmugglerkönig und Hologrammen. In der Base konnte durch Wände gehen und andere Leute verletzen. Ihr habt sehr wirr geredet. Ich bin der Imperator, ich halluziniere nicht. Ein Hologramm, das reelle Menschen schlagen konnte. Jawohl, mein Lord. Kopfverletzung hat ihn ganz schön zu schaffen gemacht. Jedoch kann ich auch positive Nachricht überbringen. Erzählen Sie mir jetzt mal, was soll ich halluziniert haben und was ist reell? Machen wir nur den reellen Scheiß. Wenn, dann kann ich vielleicht anknüpfen, was mir noch hängen geblieben ist. Wir hatten einen Handel mit Herrn Sky bezüglich eines Droiden mit hoher Metallkosten und dann kam jemand aus dem Busch raus und wollte nur die weniger wie die Hälfte an Metall. Das ist mein letzter Stand und dann hörte ich nur noch Blaster. Genau, die beiden Schmuggler waren sich wohl nicht sehr freundlich gesinnt und nicht davon begeistert, dass auf einmal auch nochmal Konkurrenz zum Handeln da war. Nun ja, sie haben angefangen, das Feuer zu eröffnen und ihr wurdet dabei im Kreuzfeuer erwischt. Und wie? Ich kann jedoch berichten, dass der unbekannte Schmuggler das Zeitliche gesegnet hat und ich seinen Druiden erbeuten konnte. Ihr seht ich ihn seh hinter mir. Funktioniert er denn? Jawohl, mein Lord. Sehr schön, sehr schön. Er qualmt ein bisschen, wohl noch ein bisschen verstopft. Nun ja, wer weiß, wo der Schmuggler den gefunden hat und was er damit bereits alles angestellt hat. Meinen Sie, er ist verwanzt? Kontrollieren Sie das sofort. Jawohl, mein Lord. Hat der Druide irgendwelche Informationen für uns? Nachrichten zum Abspielen? Auf ein neues, ja, du hast recht. Gott, nee. Das war schon so ein Ding. So, hören er mich, hören das Spiel. Wir springen, dass man alles hört. Ja, ne, hört man. Gut. Wo war man stehen geblieben oder sollen wir einfach nochmal von vorne anfangen?
Wir waren ja bei der Funktionalität des Druiden, dass der funktioniert, aber noch ein bisschen raucht. Und Captain Phasma das quasi kontrollieren soll, aber verwandt ist. Und dann haben wir Shiner Black Scream Greed. Wir knüpfen an der Stelle einfach wieder an. Captain Phasma. Jawohl, mein Lord. Haben Sie den Druiden nach Wanzen kontrolliert? Ich habe ihn kontrolliert. Ich habe einige nicht identifizierbare Teile einfach ausgebaut. Das ist sehr gut. Konnten Sie irgendwelche holographischen Nachrichten abhören? Wenn er holographische Nachrichten haben sollte, kann ich auf diese nicht zugreifen. Ist die Übertragungskamera kaputt? Ich denke einfach, meine Zugriffsstufe ist zu niedrig. Er erkennt mich nicht als Empfänger an. Okay. Gut, dann müssen wir mal schauen, wie der Droide uns noch so zum Nutze ist. Was ist sonst so in meiner Abwesenheit passiert? Der Schmuggler namens Sky hat sich wieder auf den Weg gemacht mit seiner neuen Kreatur. Aber ansonsten weiterhin keine Sturmtruppler zu sehen. Haben Sie mal eine Leuchtpistole abgefeuert? Natürlich, mein Lord, habe ich immer wieder Leuchtpistolen abgefeuert, doch ist in den letzten 2 Tagen niemand zu uns gestoßen. Gott, ich habe jetzt mal eine abgefeuert. Es ist zwar Tag, schlechter zu sehen, aber okay, wie steht's um unsere Ressourcen? Soweit ich das beurteilen kann, sehr gut. Wir haben Feuerpulver, brauchen diese schwarzen Beeren. Wir bräuchten, glaube ich, mehr Kisten für Lagermöglichkeiten. Diese sind mehr fast Kisten gefüllt. Wie wäre es, wenn wir einfach mal versuchen, eine größere Kiste an sich zu bauen? Solange sie mehr Platz bietet, sollte das ihren Nutzen erfüllen. Ich schau mal, was sich machen lässt. So, willkommen zurück in unserem Roleplay Arc-Server. Ich hatte zwar heute Mittag ein paar Startschwierigkeiten, aber jetzt sind wir jo live, ne? Ich werde dann erstmal noch weitere schwarze Bären besorgen mit dem Woko. Sei Ihnen erlaubt, Captain Phasma. Und ja, PC ist mal abgeraucht, Netzteil im Arsch. Wie man das so kennt, an einem Fire-Dub kommt immer alles zusammen. Ich habe jetzt Ersatznetzteil drin und Rechner läuft jetzt erstmal wieder. Für das Stream heute noch zu erfüllen. Ich hoffe, das Stream gefällt euch trotzdem noch. Aber wenn er jetzt doch nicht so lang geht wie geplant. Je nachdem, wie die Zuschauerzahlen sind, sind wir noch online. Wenn die Zuschauerzahlen abnehmen, dann werden wir uns irgendwann eine Punktsuche, wo wir Ende machen. So viel dazu. Spaß beim Roleplay, solange es Roleplay läuft. So wie jetzt, wo Captain Phasma mich jetzt allein los, quatschen wir immer zusammen. Können wir immer quatschen. Und falls ich halt Roleplay habe, dann ist der Chat in der Zeit uninteressant. Ne? Ist nur mit Leibe, ne? Kann er ja beim letzten Muschen, wo wir angefangen haben. Das kennen wir ja alles schon. So, ich habe mir jetzt vorgenommen, einen größeren Schrank zu bauen, weil wir mehr Platz brauchen. Das bietet doch natürlich die beste Option. So. Und dann tun wir jetzt mal anfertigen. So noch die Bretter, Kleinholzer. So typisches IKEA Möbelstück. Bretter, Zamme, Verkeile ohne Metallgegenstände reinzuschrauben. Ja, typisch IKEA-Möbel, einfach zusammenstecke und dann hält die Sache. Die Maße stimme da noch mit dem Hammer drauf haue. So. Ah. Und dann ist neue Materialsunterbringungsmöbel fertig. Tada! Mal sehen, ob es Captain Phasma gefällt. Soll ich jetzt alles rüberräumen oder soll ich das Captain Phasma rüberräumen lassen? 90 Slots und vorher haben wir 60 insgesamt gehabt. Das heißt, 30 Slots hätte man dann schon mal.
Wenn sie jetzt dort am nächsten auftaucht, dann mache ich einfach so, wie wenn ich den nächsten noch gewarft würde. Dann haben wir nämlich 180 Slots, wenn wir die Kiste dann stehen lassen. Natürlich die drei, die 60 noch plus haben schon stehen, wenn die Kiste weg soll. Wenn sie die Tür hinkommt, dann mache ich so, wie wenn ich noch. Ja, Roleplay-technisch, ne? WB Nessus, auch dir! Ja, da sind wir ja wieder. Wie das halt so ist, ne? Kommt, wenn's kommt, kommt's immer knüppeldick. So. Einfach den nächsten Schrank schon haben wir, Bossler. Dann sieht es halt nicht, wie ich denn baue. Weil sie ist nicht da. Kann man nichts machen. Ihr wisst, wie da mitspielen können. Einfach Ausrufezeichen Server. Dann kriegen wir alle Informationen. IP-Licht, Mod-Licht, Passwort. Das kriegen wir dann alles in den Chat geschrieben. Und dann können wir hier mitmachen beim Roleplay. Wenn ich auch entscheide, Imperium oder Rebellion gründe. Bis jetzt weiß ich noch nichts von der Rebellion. Ob die es auch geschafft hat, die Weltraumschlacht zu überleben. Oh, ich habe soeben schon mein zweites Modell dieser Zusammenbau-Puzzlestück. Ja. Ich nenne es Schrank. Ah, Sie wissen ja, was ein Schrank ist. Hervorragende Arbeit, mein Lord. Und das ohne Metallstifte. Faszinierend. Wie aus dem Möbelhaus. Wir sollten auf jeden Fall mehr Platz bieten als die beiden Kisten, die wir jetzt besitzen. Konnten wir schon irgendwelche neue Kreaturen Erkenntnisse schließen, Captain Phasma? Oder waren sie echt nur mit meiner Verletzung beschäftigt? Und den Druiden. Sie waren schwer verletzt, mein Lord. Ich musste meine Aufmerksamkeit vollkommen auf ihre Genesung setzen. Mein Gott, der Scheiß-Schmuggler muss mich ja ganz schön erwischt haben. Das so K.O. gemacht hat. So. Wie geht's in unserem Woko? Woko geht's gut. Pflanze, wo wir doof finden, weiß ich noch nicht, was wir damit anfangen können. Captain Phasma! Jawohl, mein Lord. Kommen Sie! Jetzt haben Sie das Signal nicht gesehen. Wo bleiben Sie denn? Was ist da los? Ich weiß es nicht. Sollen wir es auch erkunden? Meinen Sie, meine Genesung ist schon so weit, dass ich mit kann? Ich denke schon, mein Lord. Gut. Machen wir uns auf. Haben Sie Ihren Blaster dabei? Immer bereit. Ich habe mir noch einen kleinen Snack gegönnt.
Sind Sie auch bei vollen Kräften? Wir wissen nicht, was uns erwartet. Ich werde meinen Snack mitnehmen. Es kann losgehen. Das Signal kommt näher. Wir müssen uns beeilen. Boah, Captain Phasma, ein Rebellendruide! Feuer! Wow, ich bin allein. Ah ne, da kommt sie. Vernichten Sie ihn! Sie müssen noch mal zielen üben. Was ist da los? Hinterher! Scheint wohl widerspenstiger Droide zu sein. War das Signal jetzt schon an unserer Base? Captain Phasma. Soll ich da der Lehi? Da findet sie mich auch nicht mehr. Oh je. Wieso? Soll ich da der Lehi? Was meinen da? Im Chat. Captain Phasma ist irgendwo da hin und aus, der Droide hin und her. Ich habe jetzt keine Ahnung, was mich da over erwartet. Könnten da Rebelle sein? Was mache ich jetzt? Komm, kann mal jemand anmo, was ich machen soll? Ihr dürft entscheiden. Captain Phasma warte oder hoch? Oh, klasse. Kommt auf mich zu. Ah, das muss ich selber in die Hand nehmen. Wow. Da, erledigt. Was hat denn der jetzt verloren? Ach, nix. Alles muss man selber machen. Können Sie das nicht? Er hat meinen Blasterfeuer widerstanden. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Gut, einer Sith-Waffe konnte er nicht widerstehen. Das Leuchtsignal war schon fast an unserem Hütchen. Gehen Sie vor. Wenn wir hier R2-Einheiten haben und Feinde so nah an unserer Basis sind, sollten wir vielleicht einen neuen Stützpunkt in Erwägung ziehen. Wo ist denn jetzt hier? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie sie gelaufen ist. Kann man da runterlaufen? Ich habe hier jemand gefunden. Geben Sie sich zu erkennen. Hallo. Wie bitte? Ein Rebellenschiff. Die Rebellen müssen hier ganz in der Nähe sein. Captain Phasma, wer ist es? Er hat sich bis jetzt noch nicht zu erkennen gegeben. 187. Ist Ihnen diese Nummer bekannt? Jawohl, einer der neuen Sturmtruppler, mein Lord. Er hört sich aber nicht an wie ein Sturmtruppler. Mein Helm ist defekt. Er ist beim Absturz ein bisschen Bruch gegangen. Der Sprachkommunikator ist kaputt. Genau. Okay. Haben Sie einen Blaster? Ja. Das sieht mir nach einer imperialen Waffe aus. Captain Phasma, ist Ihnen diese Personalnummer bekannt? Ja, es ist einer der neuen Rekruten, Sir.
Warum kriege ich immer die neue Rekrute? Kann nicht einer von der Elite überlebt haben. Na, schauen wir mal, was der Rekrut drauf hat. Sind Sie mit besonderen Kenntnissen vertraut? Nein, ich denke nicht. Kommen wir mit dem Baseball auch nicht wirklich weiter, Captain Basma. Aber das Beschaffen von Ressourcen sollte jetzt schneller gehen. Das mag schon sein. Sind Sie auch nicht mit dieser, diesem Planeten vertraut, dieser Tierwelt oder dem Sternenbild? Kommt Ihnen irgendwas bekannt vor? Außer der Todesstern da hinten im Himmel. Nein, sonst nicht. Die Welt ist mir unbekannt. Gut, dann sind wir einfach nur eine weitere Kraft mehr geworden, die es gilt zu ernähren. Sie sind bestimmt ausgehungert. Wie lange haben Sie nach uns gesucht? Bestimmt mehrere Stunden lang. Vielleicht sogar Tage. Oh mein Gott, er weiß es noch nicht mal, wie lange er schon hier ist. Nehmen Sie sich aus dem Lagerfeuer ein paar Steaks. Bringen Sie mir diesen neuen Rekruten auf Vordermann. Ich brauche einen treffsicheren Sturmtruppler. Ich werde mich darum kümmern. So, Leute. Würden Sie mich Ich mach genau aufnehmen? Das mal. Captain Phasma. So, die Tribe-Aufnahme hat schon mal geglückt. Haben Sie sich am Feuer zu essen genommen? Nein, noch nicht. Dann tun Sie das jetzt. Huch, was hab ich? Oh. Oh. Interessant, interessant. Captain Phasma. Ich habe... Ja. Wo ist Captain Phasma, Sturmtruppler? Wir sind in unser Lager. Captain Phasma, ich habe von diesem Rebellendruiden interessante Maschinenteile, Energiequellen gewonnen. Schauen Sie mal in unserer neuen Möbelhauskiste. Begutachten Sie das, ob wir das irgendwie gebrauchen können. So, ich mach mal Narkotikpfeile. Kommt mir bekannt vor. Hol uns einfach mal. Ah, nee, wir brauchen ja. Oh, Narkotik. Hat der Sturmtruppler schon Werkzeug bekommen? Ich denke nicht. Er war erst noch dabei, sich am Fleisch wieder zu bedienen. Wird gerade benötigt. Wir benötigen Feuerstein. Oh, das ist schön. Jetzt habe ich schon mal zwei. Ja, ich sage jetzt einfach mal Captain Phasma. Jetzt habe ich zwei Trooper-Einheiten. Das ist sehr gut, sehr gut. Der Todesstern war wieder einmal treffersicher. Ja, geh hin. Gut, das hätten wir schon erledigt mit dem Ja, geh hin. drin. Ich hole einfach einmal noch selber Feuerstein. Weil ich will ja jetzt schnell noch. Da wir jetzt zwei Trooper-Einheiten mehr haben, brauche ich gleich zwei Breitmäuler. Ich weiß jetzt nicht, ob Captain Phasma auch farmt oder ob die deine Sturmtruppler unerweist. Da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Auf jeden Fall sind beide weg und ich bin allein. Wer ist das? Ah, das ist Captain Phasma. Captain Phasma farmt selber. Okay, dann fahre ich A, dann sind wir schneller mit der Materialienbeschaffung. Ja, ich habe ganz schön halluziniert, wo ich den Blasterschuss zwischen den zwei Schmuggler kassiert habe. Sie hat gemeint, ich hätte irgendwas gefaselt von Schmugglerkönig und Hologramm, das Schmerzen zufügen kann.
Ja, da muss ich schon ordentlich was am Kopf abgrietern. So zu halluziniere, also Wahnsinn. Und ja, gut, hätte man jetzt schon die Schmelze und Co., könnten wir uns hier Metallwerkzeug herstellen. Aber das ist jetzt mein Argwisse, ne? Mein Imperator, ja, weiß zwar, dass es Metallwerkzeug existieren kann, aber ja, wissen ihr jetzt im V-Life, wie man Schmiede tut? Wissen ihr, was ich meine? Der Imperator vom Star Wars Genre her weiß vielleicht, wie er sein Lichtschwert zusammensetzt und wo er vielleicht Kristalle dafür findet. Aber so stinknormales Werkzeug oder ein Blaster zusammenbauen? Ich glaube nicht, dass der Imperator so eigentlich eine Sturmtrupplerrüstung machen könnte oder sich Raumschiff baue. Der Imperator war in der Machtposition, dass er einfach genommen hat, was da war, ne? So, männlich das. Und da man immer noch keinen Sturmtruppler haben, der mit der Baukunst vertraut ist oder mit der heimischen Tierwelt oder Co., sind wir immer noch ziemlich aufgeschmissen und können uns auch immer noch kein Metallwerkzeug bauen oder so. Ne? Diese Kenntnisse haben wir einfach noch nicht. Und ja, ich baue da ein bisschen auf euch. Ausrufezeichen Server in der Chat und auf, komm, machen mit. Besser wie Zuschauer, würde ich fast behaupten. Alle, die die PC-Version von ARK besitzen, sind herzlich eingeladen, bei dem Roleplay hier mitzumachen. Der Server ist zwar immer nur online, wenn ich online stream. Verdammt, verdammt, ich war zu langsam. Scheiße! Verdammt, jetzt hat der das Leuchtsignal nicht gesehen. Der hätte uns mit dem T-Fighter können helfen. Die suchen uns bestimmt. Boah, ich muss Captain Phasma. Die ist bestimmt in der Base. Und ich hab's leuchtet. Ah, verdammt, aber die hat ja auch nicht geschossen. Wo ist denn die? Die kriegt alleweil einen Anschiss her. Warten wir, wenn ich die sehe. Wo sind die? Wo sind? Das habe ich auch nicht gefragt, ob der neue Sturmtruppler Leuchtpistole hat. So ein Mist. Das ist Kacke. Verdammt. Ach, ich muss einfach gucken, dass die Leute bei mir bleiben. Oder, ja, es ist so schmaler Grat. Verdammt. Mir hat da kein Feuer an, dass der erst Feuer gesehen hat. So ein Mist. Oh, das ärgert mich jetzt so ein Dreck so. Oh, ihr Leute, Sturmtrippler mit T-Fighter. Gut, der hätte wahrscheinlich Landeprobleme hier auf dem unebenen Gelände gehabt. Aber boah, das wäre ein Boost gewesen. Ich habe gerade von Metallwerkzeug gesprochen und bla. Oh, mit T-Fighter, verdammt. Wo sind meine Troopers? Ah, jetzt kommt wieder alles zusammen. Oh, ich bin überladen.